Moin, herzlich willkommen hier zur nächsten Ausgabe Let's Play LS17 Nordfriesisch Vierfachmap 1.6 ohne Gräben. Wir haben heute Montag. Wir sind fleißig hier am Aussäen, hier am Weizen. Wir werden wohl hier diese beiden Felder 1 und was ist das daneben? 14. Werden wir wohl Weizen machen, denke ich mal. Also im Endeffekt, wir werden diesmal nur Weizen, Raps und Hopfen machen. Ein Feld Hopfen nur. Aber wir werden jede Menge Raps machen. Ich denke aber, dass ich alles, was hier in der Nähe vom Hof ist, werde ich mit Weizen machen. Entschuldigung, vielleicht mache ich auch ein bisschen Gerste. Auf jeden Fall werde ich kein Stroh machen. Ich werde kein Stroh sammeln. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Nee. Und ja, braucht also keine Angst haben. Ja, läuft, würde ich sagen. Und ich schaue erstmal, wo meine ganzen Fahrzeuge stehen. Der hier zum Beispiel. Ja, der kann auch mal. Der kann mal zurück zum. Zur Holzindustrie. Und das machen wir jetzt erstmal. Solange wie die Aussaat vernünftig läuft. Alleine. Noch haben sie ein bisschen, ich muss da gleich nachfüllen, aber erstmal. Setze ich hier oben wieder Rüben. Ja, und dann können wir uns nämlich auch parallel mal daran machen und Sachen verkaufen. Produktion in Gang halten und so weiter und so fort. Ja, auch wenn die Preise vielleicht nicht die höchsten sind, wir können auch mal schauen, was wir überhaupt noch alles im Lager liegen haben. Fehl hat ja schon angekündigt, dass er, weiß nicht, ob es in der 1.7 schon kommt, aber dass er das Zentrallager-Skript verändern wird. Und zwar wird er da dieses Lagerhaus-Skript benutzen, was auch für die Ballenlager verwendet wird. Und ja. Schauen wir mal. So, hier müssen wir erstmal gleich beim Sägewerk Hackschnitzel wegholen. Moin. Ah, der Xerion ist leer. Den machen wir gleich voll. Ups. Schnitzel. So, einmal befüllen. Ja. Xerion. Tja, da wollen wir auch mal gucken. Das war ja immer, ist ja immer so eine Aktion hier, die hier aufzufüllen. Ja.
Einstellen. Eigentlich nicht, ne? Da jetzt wieder nur. Das habe ich ja jedes Mal. Jedes Mal habe ich das. Hier irgendwie was machen will. Entschuldigung. Kleinen Frosch im Hals. Och Mann, ey, das ging doch schon mal. Aha. Da geht's. Naja. Dann fahren wir mal weiter. So, wie weit ist denn der andere mit seinem Weizen? Was ist er denn? Ja, Weizen. 50%. Na, fährt er wieder im Kreis oder was macht er? Na, da müssen wir mal gucken, was der macht. Fährt im Kreis, wie ich schon sagte. Oh, Entschuldigung, nicht mein Feld. Ist ja noch nicht viel. Er arbeitet aber. Er hier dürfte voll sein. Er ist voll. Hier erstmal machen ist, das hier erstmal als Brennstoff hinbringen, die Hackschnitzel, und den Rest verklappen wir dann gleich im Rest. Wir holen erstmal jetzt die nächste Ladung. Wenn dann noch Rest ist, bringen wir das hier ins Silo. Vorne haben wir ja ein Silo. Irgendwann machen wir dann mal einen Transfer von hier zur Zellstofffabrik.
Naja, so, da haben wir das auch erstmal schön leer gemacht. Hier machen wir das erstmal schön voll. Den Rest bringen wir hier vorne ins Silo, weil wir können eigentlich... Nee, noch nicht. Machen wir gleich nochmal. Nachgedacht. Cool, fehlt, dass man hier rumfahren kann. Coole Nummer. So. Jetzt holen wir da noch die Hackschnitzel ab. Dass wir hier einmal überall Hackschnitzel frei sind. Nicht, dass hier gleich irgendwelche Produktionen ins Stocken geraten. Nur weil da noch Hackschnitzel liegen. Hier nämlich richtig schön weitergearbeitet werden. Die Paletten brauchen wir ja wirklich ohne Ende. Das heißt ohne Ende, aber bei der Brauerei, bei der Brennerei, bei der Käserei. Das soll wohl erstmal reichen. So schnell ist das dann da nicht voll. Hat aber schon kräftig zu ziehen hier. Kann man nicht anders sagen. Weil ich hier rüberlaufe. Ja, da liegen zwar noch Holzstämme, wir holen noch mehr. Dann kann nämlich die Holzstammproduktion auch weiterarbeiten. Heizi, heizi.
So. Oh, hier muss ich rum. Wir nähern uns auch tatsächlich schon dem Ende dieser Folge. Soll man gar nicht glauben. Aber es ist so. Liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, ne, wie immer, Kommi, Like, Abo. Kommt zu Facebook, Friesenjung13 heiße ich da. Besucht mich auf meiner Homepage, Friesenjung13.de. Da könnt ihr euch auch. Also nächstes Wochenende gehe ich davon aus, dass es mindestens einen Livestream von mir geben wird. Es ist ja auch, ich will jetzt nicht sagen langes Wochenende, aber viele haben Montag einen Brückentag. Nächste Woche Dienstag ist 1. Mai. Entschuldigung für das Räuspern. Da gibt es mit Sicherheit einige, die diesen Brückentag auch frei haben. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass wir nicht nur, also im Moment plane ich eigentlich für Freitag oder Samstag einen Livestream, das weiß ich noch nicht. Würde auch, wenn fehlt, wieder streamen, würde ich da auch gerne mitspielen, also zumindest einen Tag. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass wir auch Sonntag und oder Montag noch spielen abends, Livestream. Und auf meiner Homepage gibt es einen Beitrag, unter dem ihr euch bewerben könnt dafür, da mitzuspielen. Ja, also heißt bewerben. Ich möchte einfach nur ein paar Sachen im Vorfeld klarstellen. Ihr müsst ein paar Angaben bestätigen. Und ihr müsst eure E-Mail-Adresse und eure Mobilfunknummer für WhatsApp angeben, weil es gibt eine WhatsApp-Gruppe. Und die haben wir einfach, um kurz und schnell Informationen zu verteilen, wann es Livestreams gibt. Weil ihr wisst, bei mir gibt es die nicht so regelmäßig wie bei anderen. Aufgrund meiner beruflichen Beschäftigung, sag ich jetzt mal. Ja, und da kann man, gebe ich dann immer rechtzeitig im Vorfeld Bescheid, pass auf, dann und dann habe ich wieder einen Livestream geplant und so. Und dafür brauche ich die Mobilfunknummer fürs WhatsApp. Ansonsten geht das leider nicht. Ja, das ist also auch nicht, ich mache mit den Daten auch nichts weiter. Ja, ihr kriegt dann per E-Mail oder im Teamspeak kriegt ihr Links, wo dann immer die aktuellen Mods liegen, die ihr euch dann runterladen könnt und so weiter und so fort. Gut, in diesem Sinn sage ich jetzt erstmal ciao.